Es gibt Dinge, die sind so dermaßen wichtig, dass man sie nicht oft genug sagen kann. Und deshalb sage ich es hier noch einmal, wenn wir uns ums Bassspiel unterhalten, über das Bassspiel unterhalten. Das Bassspiel steht und fällt mit diesem Riemen. Und warum ist es wichtig, dass dieser Riemen fest ist? Es ist wichtig, denn dann hast du einen guten Halt, bringst sämtliche Bewegung direkt aufs Instrument, hast den Balg besser unter Kontrolle. Der Balg beeinflusst den gesamten Klang von der steirischen Harmonika, das hast du schon gelernt. Und gleichzeitig rutschst du hier nicht, bist deshalb im gesamten Oberkörper lockerer und kannst dich darauf fokussieren, die richtigen Knöpfe zu drücken. So einfach ist es. Wie du das jetzt am besten ausprobierst, da gebe ich dir ebenfalls einen Tipp. Wenn du nicht weißt, was die richtige Festigkeit, die richtige Stärke vom Bassriemen ist, wie fest soll er gespannt sein, so will ich sagen, dann probierst du es nicht von ganz locker nach immer enger, sondern du stellst ihn so eng wie möglich, dass du fast nicht mehr reinkommst. Das ist jetzt zu fest. Also da merke ich schon, da wird es mir das Blut absperren, das wird so nichts. Aber probiere jetzt so einmal einen Teil, 10, 15 Sekunden spielen. Du wirst merken, dieses Spielgefühl ist irgendwie, ja, sitzt. Und jetzt machst du ihn um so viel lockerer. Entweder hier so, ich probiere es jetzt mit der anderen Hand. Ah, das geht meistens nicht so gut, weil hier Spannung drauf ist. Ja, gut mitgedacht, Stefan Kern. Sondern raus, eine Nuance lockerer nur. Dann rein. Okay. Jetzt habe ich noch immer sehr, sehr guten Halt. Es tut jetzt nicht weh oder sperrt mir nicht das Blut ab. Und so, denke ich, werde ich ihn jetzt lassen. Also wenn du den straff einstellen möchtest, dann geh von extrem straff zu etwas lockerer. Und nicht von ganz locker zu immer fester. Denn das Spielgefühl ist ein ganz anderes. Aber probier es einfach aus. Und probier einmal, wie dein Bassriemen ideal eingestellt ist.